willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 meets Reality. So, das Telefon habe ich vorhin einfach aufgelegt, weil... Was denn? Volker Varuna, hallo? Hallo, hier ist der Neumann. Hey Neumann, servus. Bist du krank oder was? Ja. Bist du erkältet oder? Hört sich so an. Ja, genau. Du, ich bräuchte eine Expresslieferung. Und zwar Saatgut. Das geht. Hattest du tatsächlich letzte Woche schon bestellt. Ach, warum ist es dann noch nicht da? Bin auf dem Weg. Ja, perfekt. Okay, gut. Jo, passt. Dann passt's ja. Gut. Das war's schon. Okay. Danke dir. Tschüss. Bis gleich. Kipps in Silo. Okay. Danke. Jo. Tschüss. Tschüss. Ah, warte mal, das war der Franz. Hallo? Hallo? Moin. Ja, wir haben keine Schaufel. Och nö. Also hier steht dann, aber ich weiß nicht, wem die gehört. Wo ist hier? Bei der Holzkohle. Ja, die gehört schon uns. Nein. Ah, die kann aber sein, dass die noch auf den Neumann geschrieben ist. Ah. Weil ich habe ja den Telelader haben wir von ihm gekauft. Das passt schon. Okay, wo ist denn der Telelader? Soll der auch hier sein? Ah, nee, der ist beim Jürgen. Ah ja, wollt mich doch alle komplett. Der ist beim Jürgen, weil der musste eine Wartung. Der hat eine Wartung gekriegt. Bin ich von oben runtergelaufen, hab die Schaufel gefunden. Und jetzt müsste ich wieder hochlaufen. Sorry. Ist mir gerade erst eingefallen. Du, aber mal eine andere Frage. Was pflanzt man denn jetzt an? Oder was säen wir an? Ja. Machen wir auf alle Dinkel. Gibt gut Geld. Ja. Geld. Ja. Gut. Der Neumann ist auch auf dem Weg mit Saatgut. Das ist glücklich gelaufen. Jo. Okay. Gut. Sorry für die Umstände. Und warte mal, ich habe gesehen, der Masai steht bei unserem Hof. Warst du das? Ich bin ja von oben runtergelaufen, dann stand der da oben noch und dann habe ich ihn runtergefahren. Okay, dann kannst du den aber nehmen und zur Kartonproduktion, zur Zellulose bringen, weil da gehört der hin. Zum Verladen von den Paletten, weißt du? So, Kartonfabrik? Ja. Aber die ist nicht da unten im Wald. Nee, die ist ja oben. Beim Industriegebiet. Ach so, ja. Da bin ich schon mal nicht so weit weg. Genau. Und bitte mit Gewicht, weil sonst kippt der ein bisschen nach vorn. Ja. Gut. Okay, tschüss. Danke dir, tschüss. Hallo? Jürgen? Ja? Bist du krank? Nee. Hört sich aber so an. Nee. Ja, ich dachte schon. Der Neumann ist nämlich auch ein bisschen erkältet. Wie schaut's denn aus mit dem Service von dem Manitou? Hab ich gerade selber nicht. Ich glaube, den habe ich schon gemacht. Muss ich gucken gehen. Okay. Der Franz wird nämlich vorbeikommen und den abholen. Ja. Beziehungsweise, wir haben ja noch Hackschnitzel bei dir auf dem Hof liegen. Ja, sagte er. Ja, genau. Okay, gut, dann weiß der Bescheid. Schickst mir dann die Rechnung. Jo. Danke, tschüss. Tschüssi. Geklärt. Und wahrscheinlich kann ich danach die Kombination hier auch direkt schon wieder zum Service schicken. Weil die ist auch nicht mehr so gut im Schuss. Warte mal, einen Gemeinderat wollte ich nochmal anrufen. Arück. Hallo, ist Herr Neumann. Hallo, Herr Neumann. Ich wollte mal noch was wissen, und zwar gemeinderattechnisch. Wissen Sie irgendwo, wo die Leute von der Stadt geblieben sind? Wo die anderen beiden geblieben sind, keine Ahnung.
Weil ich habe hier Holzkohle auf Lager und ja. Und Wasser bräuchte man, glaube ich, auch wieder in den Produktionen und da geht nichts vorwärts. Das ist ein bisschen unglücklich. Weiß nicht, ob sie da vielleicht mal intern im Gemeinderat das diskutieren und gucken, ob dafür einer abgestellt wird oder so. Ja, die beiden sind ja auch aktuell nicht da. Ja, wer ist denn mit drin? Der Marcel Trissler und Lukas Müller. Nee. Ist nicht der Herr Diesel gewählt worden? Achso, ja, stimmt. Ja, der Wind. Ach ja, der ist ja da. Ja, mit dem werde ich mal mich beraten. Walter Müller ist doch rausgewählt worden. Und der kam seitdem auch nicht mehr. Ich glaube, der ist ein bisschen eingeschnappt. Ja, glaube auch. Okay. Gut, ja, guckt mal, weil, wie gesagt, Wasser und so brauchen wir halt. Weiß nicht, wie die Landwirte das gerade machen, die anderen, die die Tiere versorgen müssen. Ja, ich habe eben geschaut, im Wasserturm in Helmbergen ist auf jeden Fall noch ordentlich was drin. Das reicht erstmal. Okay. Ja, aber ich will natürlich auch Geld verdienen, weißt du? Ja, das kann ich natürlich verstehen. Ja. Ich habe dir 1000 Mal als kleines Geschenk mitgebracht. Boah. Wie viel habe ich denn eigentlich bestellt? Ich weiß doch. 10.000. 10.000, okay. Habe ich die schon bezahlt? Nein. Was waren das? 7.700 in Clou-Steuer. 7.7. Überweise ich dir gerade mal. Aber du, noch eine andere Frage. Habt ihr ein GPS im Angebot? Nee, noch nicht. Hm. Weil manchmal denke ich mir, das wäre ganz geschickt für meine Feldarbeiten hier. Könnt ihr da ja mal gucken, ob der Händler das im Angebot hat. Wenn nicht, dann fände ich cool, wenn ihr das einführen würdet. Jo, das können wir auf jeden Fall machen. Gut, dann telefoniere ich nochmal. Danke. Jo, tschüss. Tschüss. Keiner da. Schade. So, wie viel habe ich hier noch drin? 1000. Ja, den muss ich auf jeden Fall zum Service dann bringen. Das wird auch wieder was kosten. Kann ich doch gerade mal in die App reinschauen, was wir da an Holzkohle haben. Ja, wobei es nur 2000. Zwei Paletten. Ja, aber trotzdem. Es geht ja nicht, was die Gemeinde da macht. Ja, 13, 14 km, das ist jetzt auch nicht so schnell.
Alles, die sollen so die... Diesel? Ja, hallo Herr Diesel, Volker hier. Moin, Volker. Wie schaut's denn bei Ihnen aus mit Schweindeln? Ja, ich hab welche. 9 Stück, um genau zu sein, erst. Ah, okay, das ist ja nicht so toll. Nicht so viel. Nee, das stimmt. Weil ich hab schon gehört, du hast dir die Metzgerei unter den Nagel geholt. Nö, ich hab sie mir nur angeschaut. Kaufvertrag ist noch nicht gemacht. Ach so. Der Jürgen hat aber gesagt, es gäbe keine Interessenten bisher. Ja, ich hätte da auch nicht wirklich Interesse dran. Okay, dann. Weil da hätte ich eher die Frage, ob wir da irgendwie... Ja. Ich brauche ja natürlich irgendwann mal ein paar Tierchen, falls ich mir das Ding wirklich hole. Ja. Und das wollte ich vorher halt einfach mal klären. Ja klar, will ich die dann an dich verkaufen. Zum Abschlachten. Bin? Oh. Ja. Ich höre da gerade den Volker am Telefon. Ja. Ja. Er hat anscheinend gefragt nach Schweinchen. Zur Not, ich hätte auch ein paar Schäflein, an die ich an ihn ja, verkaufen könnte. Ja, das werde ich ihm weiterleiten. Volker. Ja. Der Stefan, der hätte auch ein paar Schäfchen zum Abgeben dann. Ja, ich würde dann schon nehmen, was da ist. Okay, da werde ich ihn sofort weiterleiten dann. Ja, das soll mich nachher einfach mal anrufen. Sag ich ihm dann. Okay. Dann würde ich mal gucken, wenn es soweit ist, dann würde ich mich bei dir nochmal melden. Ich könnte mir auch vorstellen, dass ich vielleicht ein paar Mastschweine kaufe. Mhm. Und die bei dir unterstelle. Ja. Kannst du auch meinetwegen ein bisschen für Nachwuchs Fett sorgen. Machen. Das ist mir egal. Ja. Dass ich dir, keine Ahnung, je nachdem, mal 50 Stück oder so vorbeischicke. Ja. Die ich dann so ein, zwei Monaten dann wieder abhole. Ja, können wir machen. So in der Richtung. Hätte ich mir das vorgestellt. Ja, können wir machen. Gut, dann weißt du mal Bescheid und ich auch und dann schauen wir, wie das läuft. Aber wie gesagt, also noch habe ich keinen Kaufvertrag unterschrieben. Ja, alles gut. Gut, bis dann mal, danke. Jo, tschüss. Na, das kriege ich wahrscheinlich von allen Seiten dann Tierchen angeboten. Ich meine, er hat ja auch was davon, wenn er die Schweine decken lässt, dann hat er natürlich auch mehr Schweinchen dann, also nicht mehr Schweinchen, sondern mehr Schweinchen. Das wäre dann für ihn, glaube ich, auch lukrativ. Das muss ich dann mal gucken. Und bei den Blaubeeren, bei denen fahre ich selber vorbei. Da fahre ich selber vorbei und guck mal, ob wir da einen Deal gebacken kriegen. Ich glaube, die Kühe kosten auch ein bisschen mehr. Vor allem im Unterhalt halt. Ist schon ein bisschen anstrengend hier. Kriegst du irgendwie Genicksperre, wenn du die ganze Zeit nach hinten schauen musst. Ein bisschen nervig. Aber im Spiegel siehst du halt nicht so viel.
Ja, warte mal, Franz anrufen. Ja. Jo, Franz, ich bin's, Volker. Hallo. In die Holzkohleproduktion, da fehlt auch wieder Hackschnitzel, gell? Okay. Da müssten wir auch nachfüllen. Die Gemeinde stellt. Haben wir noch eine verladene IT-Runner-Plattform da stehen? Ja. Die ist schon voll, gell? Ja, ein paar Paletten sind drauf. Ich weiß jetzt nicht ganz wie viele. Acht Stück gehen drauf. Ja, ich glaube, die ist voll. Okay. Weil das finde ich eine Sauerei von der Gemeinde. Die lassen uns da gerade voll hängen. Ja. Sind die einzigsten Abnehmer und kaufen nichts. Ja. Weil irgendwie die, keine Ahnung, nie da sind. Okay. Aber da habe ich einen Neumann mal drauf angesetzt, dass der da guckt, dass da wieder jemand zuständig ist. Okay. Ja, das geht nicht. Da bricht uns eine stetige Einnahme weg. Und mit dem Diesel habe ich schon gesprochen. Der würde uns seinen Stall auch zur Schweinemast zur Verfügung stellen. Ah, ja, das ist gut. Und der Müller vom Schafhof, der hat auch gemeint, ey, ich habe da auch ein paar Tiere. Ja. Also da kriegt man eigentlich gut was ran. Aber wie sieht's dann jetzt eigentlich aus? Oder wie ist jetzt die Lage? Ja, ich bin jetzt am Ansehen. Das sollte man erst machen, damit es schön wachsen kann. Ja. Und dann würde ich einen Termin machen mit dem RaceX und dann einen Kaufvertrag unterschreiben. Kannst du dann gerne dabei sein. Ja. Das siehst du das Ding auch mal. War schon manchmal oben. Ah, okay. Hast du schon gespickelt, oder wie? Ja. Ja. Nee, also, das... Jetzt ich gerade die Schaflange hängen und jetzt darf ich wieder ganz hochfahren. Die glatten 30 km/h. Ja. Aber der läuft jetzt wieder rund, oder? Ja. Nach dem Service. Ja, der Johnny und die Sämaschine müssen dann auch zum Service nach den Feldern. Oder vorher schon, ich muss mal gucken. Ah, ja. Schauen wir mal. Okay, gut, das war's erstmal. Okay, tschüss. Danke dir, ciao. Vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Ich glaube, ich werde hier noch die ganze Woche beschäftigt sein mit Ansehen. Was nicht ganz so schlimm ist, weil die Preise zum Verkaufen waren jetzt, glaube ich, sowieso nicht so toll. Ja, 590 für Gerste. Aber das sehen wir dann. Vielen Dank fürs Zuschauen. Schaut gerne morgen wieder rein. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.